Ja, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite namens des Instituts für Politikwissenschaft herzlich willkommen. Wir machen solche Veranstaltungen zur Wahlanalyse alle 4 Jahre nach der amerikanischen Präsidentschaftswahl und auch zu anderen wichtigen Wahlereignissen. Das letzte Mal hatten wir ein ähnlich volles Haus 2000. Jetzt beginnt die Zeit der Laternen, das ist schön. Gut. Ein ähnlich volles Haus hatten wir auch 2008, als Barack Obama erstmals gewählt wurde. Wobei, ehrlich gesagt, so voll wie jetzt war es da nicht. Das war schon recht überwältigend, das Interesse. Gut, dann werden wir mal sehen, was wir da machen können, um Ihnen was zu erzählen. Aber es geht natürlich los mit einem herzlichen Glückwunsch an das Geburtstagskind. Friedrich Schiller wird heute 257 Namensgeber unserer Universität. Gut, und dann kommt jetzt noch ein Stück Ratschlag, bevor es losgeht mit der Analyse. In der heutigen New York Times gibt es einen Artikel der großen Gail Collins, in dem der beginnt mit den Worten, well, wow. We've got a president-elect who a great many Americans regard as a spawn of Satan. A dim-witted, mean-spirited spawn embodying the nation's worst flaws, failings and nightmares. Und dann schlägt sie ein 10-Punkte-Programm vor, wie man sich wieder einkriegt nach der Enttäuschung, wenn man denn enttäuscht war. Start with a night of heavy drinking. Already done that. Good. You're on your way. Das Ergebnis von Sonnabend ist wahrscheinlich der größte Upset der amerikanischen Wahlgeschichte. Die Achso, das war da drin, ja? Gut. Bislang war das die Wahl 1948, als einige Zeitungen sogar schon so voreilig waren, die Chicago Tribune, diese Schlagzeile herauszubringen, die dann Harry Truman, der die Wahl tatsächlich gewonnen hatte, natürlich mit größtem Vergnügen der Welt zeigte. Diesmal lief die Überraschung in die andere Richtung. Anstelle der erwarteten Siegerin Hillary Clinton ist der Republikaner gewählt worden. Und das Ergebnis haben Sie natürlich alle inzwischen gesehen. Hier ist es in groben Zügen, was das Electoral College angeht, eine ganz klare Sache. Was allerdings die Stimmenzahl angeht, nicht ganz so klar. Denn wenn Sie genau hingucken, dann werden Sie feststellen, dass Hillary Clinton mehr Stimmen bekommen hat als der neue Präsident der USA. Was daran liegt oder dadurch möglich ist, dass die Wahlen in den USA nicht so gemacht werden, dass einfach durchgezählt wird und der mit den meisten Stimmen gewinnt, sondern man braucht die berühmten Wahlmänner aus den einzelnen Staaten. Und da liegt Trump halt in genügend vielen Staaten vorne, um auf diese Art die Präsidentschaft gewonnen zu haben. Inwieweit das demokratisch ist, darüber kann man nachher auch diskutieren. Es ist ein Wettbewerb unterschiedlicher Normen, den wir hier haben, die Norm Demokratie und die Norm Föderalismus, die Sie übrigens auch bei uns im Grundgesetz in besonderer Form geschützt haben. Aber wir können später gerne darauf eingehen. Wählerbewegungen hat es quer durch das Land gegeben. Diese kleinen Pfeile hier sollen anzeigen, wer davon profitiert hat. Und Sie sehen ein ganz überwältigendes Meer von roten Pfeilen. Das ist die Farbe der Republikaner. Es ist also nicht nur hier und da in der einen oder anderen Hochburg, sondern er hat fast durch das ganze Land hindurch erhebliche Wähler gewonnen, mit der Ausnahme der Westküste, wo dieses Phänomen nicht zu sehen ist. Aber hier im ganzen Osten, auch im Norden der USA, was eigentlich sicheres Territorium für die Demokraten ist, hat Trump erhebliche neue Wählermassen angezogen.
Das ist jetzt die neue politische Führungsschicht des Landes. President-elect Donald Trump, die beiden Führer des Kongresses, Representative Paul Ryan, der Speaker des Repräsentantenhauses, Senator Mitch McConnell, der Fraktionsführer in Anführungszeichen der Republikaner im Senat, und Chief Justice John Roberts, der republikanische oberste Richter der USA. Wir haben zum ersten Mal seit 2006 jetzt ein United Government, wo alle drei Branches eine Mehrheit an Republikanern aufweisen. Das letzte Mal, dass alle Branches of Government und beide Häuser des Kongresses eine Mehrheit der Demokraten hatten, das war übrigens 1968, also durchaus schon ein paar Tage her. Hier haben Sie nochmal das Resultat im Vergleich zu 2012. Und Sie sehen, dass Obama 2012 eine Reihe von Staaten gewonnen hat, die diesmal an Trump gegangen sind. Florida, Iowa, der zweite Wahlkreis von Maine, Michigan, Ohio, Pennsylvania und Wisconsin. Und das ist natürlich eine Menge. Und das hat den Unterschied ausgemacht, warum Obama sicher gewonnen hat, während Hillary Clinton mit fast der gleichen Marge im Electoral College verloren hat. Nach 2012 übrigens gab es auch Äußerungen von Donald Trump damals schon. This election is a total sham. We are not a democracy. We can't let this happen. We should have a revolution in this country. So etwas Ähnliches hatte er ja auch für dieses Mal versprochen, als er sagte, er sei bereit, die Wahlergebnisse anzukennen, falls er gewinnt. Zu der Probe aufs Exempel, was passiert, wenn er nicht gewinnt, ist es ja nun nicht gekommen. Zum Kongress wird mein Kollege Matthias Enders gleich etwas sagen. Im Prinzip bleibt alles wie bisher mit geringen Erfolgen der Demokraten. Aber es ist natürlich die Präsidentschaftswahl, die von niemandem so erwartet wurde. Das Wahlsystem zum Präsidenten ist lang und kompliziert. Wenn wir jetzt in der normalen Vorlesung wären, könnte ich den Rest der Zeit damit verbringen, das zu erläutern. Aber das werde ich nicht machen. Sie müssen sich schon bei der Geburt entscheiden, ob Sie mal amerikanischer Präsident werden wollen. Denn nur natural-born citizens, also wenn Sie geboren sind als Amerikaner, können Sie das werden. Naturalisierung reicht nicht aus. Und dann geht es über einen langen, langen Prozess bis hin zum Electoral College, wo dann die Mehrheit von 538 entscheiden wird. Und Sie wissen auch, dass der Präsident der USA nur begrenzte Machtmöglichkeiten hat. Viel weniger, als man das häufig glaubt, und viel weniger, als in dem Medienzeitalter, in dem wir leben, dem Präsidenten zugeschrieben wird. Es wird viel erwartet vom Präsidenten. Und er kann auch viel machen, vorausgesetzt, dass er keinen einzigen Dollar dafür braucht. Denn sobald er irgendwas an Geld braucht, muss er es sich vom Kongress holen. Und auch der Supreme Court kann jederzeit eingreifen und Gesetze oder Aktionen des Präsidenten zu Fall bringen. Ein kompliziertes System, was natürlich dadurch einfacher wird, wenn eine Partei alle Gewalten beherrscht, was aber gleichzeitig dann auch komplizierter wird dadurch, dass es zwischen Donald Trump und zumindest Speaker Ryan im Repräsentantenhaus nicht unbedingt die herzlichsten aller Beziehungen gibt. Der Job, den man da kriegt, der ist nicht schlecht, aber er ist eben auch nicht das, was man hofft. Ich sitze hier den ganzen Tag und versuche, Leute zu überreden, die Sachen zu machen, die ihnen der gesunde Menschenverstand eigentlich eingeben sollte. Das ist alles, was die Macht des Präsidenten bedeutet. So Harry Truman, der es für 8 Jahre lang selbst ausprobieren konnte, welche Macht er hatte und welche er nicht hatte. Gut, es gibt ein nettes Haus, was mit dem Job verbunden ist. Auch der Transport ist nicht schlecht. Und wer es mag, wenn man in den Raum kommt, stehen alle Leute auf und es wird Musik gespielt. Auch das ist natürlich etwas schmeichelhaft fürs Ego. Das Flugzeug ist auch ganz hübsch, obwohl das für Donald Trump wahrscheinlich keinen großen Unterschied
bedeuten wird, denn er hat auch jetzt schon, glaube ich, ein ganz hübsches Flugzeug. Nun ja, Gehalt, naja, nicht so dolle, $400.000 im Jahr. Für mich wäre es eine Menge Geld, für Donald Trump und Hillary Clinton wahrscheinlich nicht, aber man macht es auch nicht um des Geldes willen. So, und hier haben Sie die bisherigen Präsidenten und in der Mitte wird dann demnächst ein neues Bild da auftauchen, für die nächsten 4 Jahre zumindest, nämlich das von Donald Trump. Wie ist es dazu gekommen? Es geht los mit den Primaries. Und hier sehen Sie schon einen zentralen Unterschied in den Primaries der Demokraten und der Republikaner. Bei den Demokraten gab es, also das ist nicht der absolute Anfang der Primaries, da sind schon einige Kandidaten auf beiden Seiten ausgeschieden, aber bei den Demokraten gab es dann sehr schnell nur noch 2 Kandidaten, bei den Republikanern gab es eine ganze Latte von Kandidaten. Und das erklärt bereits zu einem Teil den Erfolg von Donald Trump in den Vorwahlen. Denn wenn Sie 10 Leute haben, die teilnehmen an den Vorwahlen, dann brauchen Sie natürlich nicht mehr so schrecklich viele Stimmen, um eine Vorwahl zu gewinnen. Donald Trump hatte in den ersten Vorwahlen sowas wie 25-30% der Stimmen. Das reichte, um sie zu gewinnen. Und dann bröckelten die Gegner nach und nach ab, schieden aus, weil sie keine Chance mehr sahen für sich. Und dann hatte Trump das nächste Mal Glück. Denn der Einzige, der noch übrig blieb, war dieser Herr hier, Ted Cruz. Ein radikal evangelikaler Konservativer, der eine Fähigkeit besitzt, die ich bei keinem Politiker jemals gesehen habe, nämlich es mit jedem Menschen zu verderben, den er kennenlernt. Berühmterweise hat sein Roommate vom College, also sein Wohnungsgenosse, gesagt, man könnte einen besseren Kandidaten finden, wenn man eine Nadel ins Telefonbuch steckt und der Name, der da rauskommt, sei besser geeignet als Ted Cruz. Und das war natürlich hilfreich für Donald Trump, denn gegen so jemand anzutreten, da haben sich viele Leute gesagt, na dann lieber Trump, bei dem weiß man wenigstens nicht, wofür er steht. Bei Ted Cruz weiß man's und die meisten wollten es nicht unbedingt. Im Sommer gibt es dann die Parteitage. Der Parteitag der Demokraten war ein großes Familienfest, wo alle Stars der Partei dabei waren. Hier haben Sie die Rede von Obama, der auf die Gründungsväter viel Bezug genommen hat. Dann die Prominenz der Partei, Bill Clinton. Tag für Tag wurden sie aufgeführt. Frauen, jede Menge auf dem Podium. Und bei den Republikanern, da war es Donald Trump und Donald Trump und Donald Trump. Im Wesentlichen. Nicht mal der Gouverneur des Staates, in dem der Parteitag stattfand, obwohl der auch Republikaner war, kam zu diesem Parteikonvent und kein einziger der ehemaligen Präsidenten der USA, die Republikaner waren, kam zu diesem Konvent, was sehr schön zeigt, wie hoch angesehen Donald Trump in seiner eigenen Partei war zu dem Zeitpunkt. Hier haben Sie die Vizepräsidentenkandidaten. Man sagt immer, die erste Entscheidung, die ein Präsident trifft, Hillary Clinton nahm Tim Kaine, Senator und ehemaligen Gouverneur von Virginia, und Donald Trump, Mike Pence, den Gouverneur von Indiana. Die Slogans, Make America Great Again, haben Sie mit Sicherheit schon gehört, Stronger Together, Clinton, Kaine. Sie sehen dabei auch die Unterschiede in dem, was angestrebt wird, Stronger Together, inklusiv alle unter ein großes Zelt versammeln, eine Regenbogenvision von Amerika, Make America Great Again, was natürlich auch impliziert, im Moment ist Amerika nicht great, was Konservative sonst sehr ungern sagen, in diesem Fall allerdings dann doch. Trump hat im Laufe des Wahlkampfs eine Unmenge von, sagen wir mal, unhöflichen Sachen gesagt, was nicht ganz zufällig kam, denn die Republikaner haben diesen Wahlkampfstil nicht erst in diesem Jahr gepflegt, sondern bereits seit 20, 30 Jahren, spätestens seit Mitte der 80er Jahre. Und dass jetzt auf einmal der GAU passiert und so jemand da rauskommt aus diesem Kraftwerk, das war nicht geplant, aber es hat sich so ergeben. Und am Anfang des Wahlkampfs waren die Republikaner auch zweifellos
sehr unzufrieden mit ihm. Trump ist kein Zufall, sondern ein Resultat von einer Entwicklung seit Mitte der 80er Jahre, seit mit Newt Gingrich dieser Stil eingezogen ist in die Politik. So, ich muss mich beeilen, ich bin schon am Ende eigentlich meiner Zeit. Lassen mich nur noch Folgendes sagen. Eine der Institutionen, die mir jetzt leid tut, ist das Weiße Haus. Das wird nämlich gebildet, jetzt umgebildet nach dem Stil und Geschmack von Donald Trump, den man am besten so beschreiben kann: unlimitierte finanzielle Ressourcen treffen auf bodenlos schlechten Geschmack. Ich könnte Ihnen noch mehr Bilder davon zeigen, aber Sie sehen vor allem auch hoffentlich eins: nirgendwo in diesem Apartment gibt es ein einziges Bücherregal. Donald Trump. Was waren seine Wahlkampfthemen? Die Korruption der politischen Elite, personifiziert in seiner Gegnerin Crooked Hillary, die er ins Gefängnis wünschte, Fremdenfeindschaft, der Schutz der waffentragenden Amerikaner nach dem Second Amendment. Er wollte die Jobs zurückholen, Wirtschaftswachstum erhöhen und außenpolitisch eine neue Phase des Isolationismus. Diese Wahlkampfziele haben erstaunlicherweise funktioniert. Wer hat Trump gewählt? Das, was man gemeinhin hört in den Analysen: alte weiße Männer ohne viel Ausbildung, formale Bildung, ohne College-Abschluss. Das reicht aber nicht, um eine Mehrheit im Lande zu bekommen. Da müssen noch viel, viel andere dazu kommen. Und es ist jetzt noch zu früh, genau zu sagen. Allerdings eine Zahl habe ich schon gesehen und die hat mich fassungslos gemacht, nämlich 29% der Hispanics, der Bürger spanischer Herkunft, haben Trump gewählt. Und das, nachdem er ein ganzes Jahr lang Hispanics als Vergewaltiger, als Drogenschmuggler, als Mörder beschimpft hat. Und das ist ein höherer Prozentsatz, als ihn Mitt Romney bekommen hat vor 4 Jahren. Wie das passiert ist, ich habe keine Ahnung, aber das wird man sicherlich auch noch analysieren irgendwann. Was sind die Folgen für die Welt? Auch das ist schwer zu sagen. Deshalb ist überall auch ein Fragezeichen dahinter. Freie Hand für Putin, seinen guten Freund. NATO, da hat er sich mehrfach problematisch zugeäußert. Er hat gesagt, ja, die Amerikaner stehen zu ihrem Versprechen, den anderen NATO-Staaten zur Hilfe zu kommen, vorausgesetzt, dass sie auch kräftig bezahlt haben für das Privileg, in NATO zu sein. Wenn ich in Litauen, Lettland oder Estland wohnen würde, würde ich mich jetzt nicht sonderlich gut fühlen bei diesem neuen Präsidenten. Nuklearwaffen. Er hat mehrfach gesagt, wenn Japan sich bedroht fühlt durch China, sollte es doch einfach Nuklearwaffen anschaffen. Und Saudi-Arabien auch. Und wenn Sie welche wollen, vielleicht auch. Nuklearwaffen für jedermann. Und wenn man sie schon hat, sollte man sie auch gebrauchen. Auch das hat er gesagt. Was wir sich vorstellen können, viele Leute im außenpolitischen Establishment ziemlich die Nackenhaare hat aufstehen lassen. Die Mauer gegen Mexiko, der Handelskrieg mit China, hier haben sie die Mauer schon mal vorweggenommen. Er hat es vielfach behauptet. Heute hat ein Sprecher der Republikaner gesagt, dass die Mauer nur metaphorisch gemeint war. Nun gut, das ist Trump. Er hat zu jeder der Positionen, die er im Wahlkampf vertreten hat, auch schon mal das exakte Gegenteil vertreten. Insofern weiß kein Mensch, was uns erwartet mit ihm. Er ändert seine Meinung relativ häufig. Die Folgen für Deutschland und Europa sind kaum absehbar. Wir müssten erst mal wissen, welcher Trump wird überhaupt regieren. Mit Sicherheit, ach ja, das auch nochmal, Trump und die Welt. Mit Sicherheit wird es Veränderungen im Supreme Court geben, wo es ja momentan einen leeren Platz gibt. Das ist der Supreme Court seit 2010, nur das ist er nicht mehr, denn dieser Herr hier, Scalia, ist im Februar gestorben. Und Obama hat dann im März einen Nachfolger nominiert. Und der Senat, von den Republikanern auch jetzt schon beherrscht, hat bis heute nichts getan. Jetzt hat sich's ausgezahlt für sie, das war ohne jeden Präzedenzfall. Jetzt hat sich's ausgezahlt für sie. Trump wird natürlich nicht an Garland festhalten, sondern er wird jemand anders nominieren, der dann die konservative Linie des Supreme Court vorsitzen wird.
Wie das Trump-Weiße Haus aussehen wird, weiß man auch nicht so genau. Aber in diesem Buch können Sie schon mal nachgucken, wie das sein wird. Und natürlich sind auch die Gegner schon parat. Sehr schnell werden amerikanische Politiker mit dem Bösen schlechthin verglichen. Und hier haben Sie Donald Trump als Voldemort, als Donfather und natürlich als Hitler. Auch das darf nicht fehlen. Und damit, meine Damen und Herren, geht's weiter mit dem Kongress.